Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Mountain Goat Mountain spielen. Und zwar, wie der Name schon sagt, wenn man Englisch spricht, wir sind ein Steinbock oder eine Ziege und müssen hier diese steile Wand hoch. Oh oh. Oh nein, wir wurden direkt vom Stein erschlagen. Das ist ja furchtbar. Hat ja schon mal gut angefangen. Das war wahrscheinlich nur das Tutorial, wie man das Ganze macht. Mal sehen, was wir hier jetzt drin haben. Oh. Eine Ziege mit Lampen. Also so wie Höhlenarbeiter oder so. Jetzt sind wir im Dunkeln. Nachtsichtgerät ist das. Ah. Gar nicht so einfach, das Spiel, finde ich. Der Ziegenbock in geheimer Mission. Kann er das essen? Ja. So, jetzt gehen wir hier lieber außen lang. Wer weiß, was mich hier noch erwartet. Also zwischendrin müssen wir auch immer wieder mal was futtern. Sonst hat unsere Ziege keine Energie. Und was ist das? Irgendein Extra. Ich glaube, wenn wir da drauf springen, dann können wir ganz weit springen. Nee, das wollen wir lieber doch nicht. Wow. Puh, das war super knapp. Oh, und hier ist ein bisschen Strategie gefragt, weil wir sonst wieder nach hinten fliegen, also wieder zurückspringen. Okay, oh, ist das verwirrend. Wir müssen mal dringend wieder was futtern. Oh, da können wir nicht hin. Da. Oh nein! Perspektivisch habe ich das gerade nicht richtig gesehen. Da war nämlich so ein bröckliger Stein. Und da bin ich leider drauf gesprungen. Jetzt müssen wir den Level wieder von vorne starten. Diese Agentenmusik im Hintergrund ist auch ziemlich cool. Also wir sind nicht nur eine normale Ziege, wir haben eine geheime Mission. Oh nein! Und da stand ich jetzt zu lange drauf. Ich habe eigentlich schon Springen wieder gedrückt, aber auf jeden Fall nicht schnell genug bei Mountain Goat Mountain. Wow, jetzt bricht das hier alles weg. Hier bin ich zum Glück in Sicherheit. Oh oh. Oh oh. Okay, ich kann auch nicht schwimmen. Ich ertrinke dann direkt. Das wusste ich noch nicht. Ich futter erstmal was. Soll ich das wirklich wagen? Ich wage es. Okay. Das ging schon mal ganz gut. Auf 30 Meter Höhe bin ich jetzt angekommen. Erstmal was futtern. Dann geht's noch höher hinaus. 50 Meter? Ich glaube, so hoch war ich noch nie. Jetzt kommen mir immer mehr Bäume und da kann ich nicht lang. Da muss ich auch ausweichen. Oh nein! Ich bin schon wieder daneben gesprungen. Mist! Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Nein, ich möchte es doch nicht sharen. Guck mal, was in der Box drin ist. Ganz viel Geld. Wir gehen mal auf den Ziegenbock. Wir können ja wieder den normalen Ziegenbock, glaube ich, auswählen. Können wir nicht? Vielleicht, wenn wir den Level geschafft haben.
Aber ich versuche es erstmal so. Oh oh. Boah, das ist auch mies. Die haben mich total in eine Falle gelockt. Oh, fies. Bin ich total auf diesem Stein gelandet. Okay, man muss die ganze Zeit auf Zack sein. Man kann sich keine Pause gönnen, weil sonst verendet man hier in dem Spiel. Oh, was ist das? So eine Sprungfeder oder so war das. Nein, nicht ins Wasser! Also mit der Steuerung komme ich im Moment noch gar nicht so richtig klar. Ich habe immer das Gefühl, ich rutsche irgendwie ab oder sehe das nicht ganz, in welche Richtung ich springen soll. Genau, ich wollte gar nicht nach links. Das ist ja wohl klar, dass ich da nicht hin möchte. Bin ich trotzdem nach links gegangen. Nee, jetzt springe ich hier wieder zurück. Oh nein! Leute, ich weiß nicht, ob ich in dem Spiel schon mal so schlecht war. Ich nehme jetzt mal diese hier, die sieht besonders cool aus. Vielleicht hilft mir das. Ich glaube aber nicht. Beim Mountain Goat Mountain. Erstmal was futtern. Wow. Also irgendwie fällt mir es ein bisschen einfacher, wenn ich besser sehen kann. Ich wollte mich gerade selber loben, aber das hätte ich mal besser nicht tun sollen. Nein, ich möchte nichts kaufen. Wir versuchen die Spiele hier immer möglichst kostenfrei zu halten. Nein, wie kann ich... Wie komme ich denn da drauf? Ah, na gut. So viel jetzt erstmal zu Mountain Goat Mountain. Eine ziemlich coole App. Bei der Steuerung brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Training. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr das Spiel vielleicht schon mal gespielt habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!